Hallo und willkommen zu unserem ersten Wrath of the Lich King Klassenguide. Hier geht's vor allem um die neuen Fähigkeiten, Talente und die wichtigsten Veränderungen. Außerdem gehen wir noch kurz auf mögliche Berufe, Glyphen und die Startpriorität ein. Zum Schluss gibt es dann noch ein Fazit, in dem wir vor allem auf die Spielweise eingehen. Das Ganze soll mit Absicht kein detaillierter Endgame-Guide sein. Wir wollen euch einfach zeigen, was euch in Wrath of the Lich King mit der jeweiligen Ausrichtung erwartet. Wie immer natürlich strukturiert und vor allem nicht in die Länge gezogen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Viel Spaß beim Video. Mit dem Schutzpaladin spielt ihr definitiv einen der besten Tanks im Spiel. Schauen wir uns aber erstmal allgemein alle neuen Fähigkeiten an, welche ihr talentunabhängig bekommt. Mit Level 71 Göttliche Bitte. Ihr gewinnt mit diesem binnen 15 Sekunden 25% eures gesamten Manas zurück. Euer Zauber Lichtblitz, Heiliges Licht und Heiliger Schock machen jedoch in besagter Zeit 50% weniger Heilung, was euch als Tank relativ egal sein kann. Demnach ein extrem starker Mana-Reck-Zauber, der dank Talenten noch deutlich verbessert wird, dazu aber gleich mehr. Mit Stufe 75 bekommt ihr das Schild der Rechtschaffenheit. Mit diesem schlagt ihr mit eurem Schild zu und macht Heiligschaden basierend auf eurem Blockwert. Diese Fähigkeit werdet ihr in den meisten Szenarien auf Cooldown halten, da sie einiges an Aggro generiert. Mit Level 80 gibt es dann noch das geheiligte Schild. Das ist ein Buff, welches eurem Ziel bzw. euch selbst für 30 Sekunden bei erlittenem Schaden ein Schild gewährt, welcher 500 Schaden absorbiert und zusätzlich die Chance des Paladins mit Lichtblitz einen kritischen Treffer zu erzielen um 50% erhöht. Diesen Schild haltet ihr ebenfalls immer auf euch, vor allem im Gruppen- und Solo-Content. Außerdem bekommt ihr die Hand der Abrechnung, allerdings schon ab Level 16. Das ist ein Single-Target-Spot, welcher zusätzlich Schaden verursacht. Damit habt ihr endlich einen Single-Target-Spot. Rechtschaffende Verteidigung bleibt euch aber trotzdem noch erhalten. Außerdem wurde das System rund um eure Siegel und Richterteile geändert. Siegel werden nun einmalig gebufft und halten 30 Minuten an. Beim Richten machen diese immer Heiligschaden. Allerdings gibt es nun drei Richturteile, welche den Effekt bestimmen. Das Richturteil der Gerechtigkeit, welches den Gegner an der Flucht hindert und dessen Bewegungstempo einschränkt. Das Richturteil der Weisheit, welches eine Chance hat, bei Angriffen 2% Mana wiederherzustellen, sowie das Richturteil des Lichts, das beim Angreifen eine Chance hat, 2% Leben wiederherzustellen. Zudem wurden einige Segen in Hände umbenannt. Durch diese allgemeine Änderung überschreibt zum Beispiel eine Hand des Schutzes keinen Segen der Macht mehr und ihr spart euch den anschließenden Rebuff. So wurde zum Beispiel ein Segen des Schutzes zur Hand des Schutzes oder ein Segen der Freiheit zur Hand der Freiheit. Dasselbe gilt für den Segen der Rettung, der nun Hand der Erlösung heißt und einmalig 12 Sekunden lang die Aggro des Ziels verringert. Zudem hat Hammer des Zorns keine Zauberzeit mehr. Dafür hat Exorzismus eine bekommen. Exorzismus kann nun zudem auf alle Ziele angewendet werden und ist nicht nur auf Untote und Dämonen beschränkt. Außerdem sind nun eure Auren raidweit und nicht mehr auf eure Gruppe beschränkt. Des Weiteren wurde das Siegel der Vergeltung überarbeitet. Dieses macht nun einen Schaden über Zeitzauber auf das Ziel, welcher sich bis zu 5-mal stackt und nach den 5 Stacks dann zusätzlich Heiligschaden verursacht. Bei der Horde heißt es nun Siegel der Verderbnis. Das Siegel verwendet ihr vor allem bei einzelnen Zielen. Als weitere überarbeitete Fähigkeit bekommt ihr den göttlichen Schutz. Früher war diese noch die billige Version des Gottesschildes. Ab Wrath of the Lich King ist es eher ein Schildwall, welcher 50% Schaden reduziert und nur 3 Minuten Cooldown hat. Schauen wir uns nun den Schutzbaum und dessen Veränderungen an. Als 51er Talent bekommt ihr Hammer der Rechtschaffenen. Mit diesem trefft ihr bis zu 2 zusätzliche Ziele und verursacht den 4-fachen Heiligschaden eurer Waffenhand. Vor allem beim Tanken von mehreren Zielen ist der Hammer der Rechtschaffenheit immer auf Cooldown. Göttliche Stärke ist nun aus dem Heiligbaum in den Schutzbaum gewandert. Dieses gewährt euch 15% mehr Stärke. Außerdem habt ihr Göttlichkeit, welche eure verursachte und erhaltene Heilung um 5% erhöht. Vorahnung gibt euch nun statt Verteidigungswertung 5% Ausweichchance. Verbesserter Zorn der Gerechtigkeit hat keine Plus-Aggro mehr, da das die Fähigkeit an und für sich nur 20% mehr erhalten hat. Ihr werdet in Wrath of the Lich King aber definitiv keine bis wenige Aggro-Probleme bekommen. Als extrem starke und wichtige Fähigkeit bekommt ihr Heilige Opferung. Beim Aktivieren werden 30% des Schadens von allen Gruppenmitgliedern im Umkreis von 30 Metern auf den Paladin umgelenkt. Schaden, die eure Gesundheit unter 20% senken, hebt den Effekt allerdings auf. Noch interessanter ist dabei die Verbesserung Heiliger Wächter, der den erlittenen Schaden von Gruppen- und Schlachtzugsmitgliedern 6 Sekunden lang um 20% verringert. So könnt ihr die Fähigkeit in gewissen Boss-Situationen einsetzen, um 20% an Schaden für den kompletten Raid abzufangen. Zudem wurde der Segen des Refugiums angepasst.
Dieser verringert den erlittenen Schaden um 3% und erhöht dessen Ausdauer und Stärke um 10%. Zusätzlich gewinnt das Ziel durch geblockte, parierte und ausgewichene Nahkampfangriffe 2% des maximalen Manas wieder. Somit der perfekte Tanksegen, da er euch alles gibt, was ihr benötigt. Das nächste erwähnenswerte Talent nennt sich Einklang des Geistes. Dieses kennt ihr vielleicht schon aus der Burning Crusade. In Lich King ist es ein Talent im Schutzbaum. Hier bekommt ihr 10% Mana zurück, sobald ihr geheilt werdet. Der unermüdliche Verteidiger verringert den erlittenen Schaden, der eure Gesundheit unter 35% senkt, um 20%. Zusätzlich werdet ihr durch Angriffe, die euch eigentlich töten würden, um 30% geheilt. Das Ganze kann allerdings nur alle 2 Minuten auftreten. Ihr habt demnach so gesehen alle 2 Minuten ein Extra-Leben. Verschanzen befindet sich nun zudem relativ weit unten im Baum, was früher noch in der ersten Reihe des Schutzbaums zu finden war. Am Talent selbst hat sich allerdings nichts geändert. Das Talent vom Licht berührt erhöht eure Zaubermacht um einen Wert, der 60% eurer Stärke entspricht. Zudem wird eure von kritischen Heilzaubern gewirkte Heilung um 30% erhöht. Das nächste extrem starke Talent nennt sich vom Licht behütet. Hierbei wird euer erlittener Zauberschaden um 6% verringert und vor allem die Dauer von göttliche Bitte aufgefrischt, wenn ihr einen Feind schlagt. Dadurch läuft die Mana-Regeneration den kompletten Kampf über durch. Zusätzlich wird die Chance, dass göttliche Bitte gebannt wird, um 100% verringert. Das Schild des Templers verringert jeglichen erlittenen Schaden um 3% und gewährt zudem eurem Schild des Rächers einen zum Schweigen bringen Effekt. Da das Schild mehrere Ziele trifft, könnt ihr nun deutlich entspannter Mobgruppen mit Zauberern pullen, da diese direkt zu euch laufen. Richterteil des Gerechten verringert die Abklingzeit von Hammer der Gerechtigkeit um 10 Sekunden und erhöht die Dauer des Effektes von Siegel der Gerechtigkeit. Vor allem aber verringert es nun das Nahkampfangriffstempo des Ziels um 20%, wenn ihr einen Boss, egal mit welchem Richturteil, richtet. Das Talent ist allerdings vor allem in 25er Raids nicht wirklich wichtig, da diese Schwächungszauber auch andere Klassen abdecken können. Wie skill ich nun aber am besten? Unserer Meinung nach gibt es eine gängige Einsteigerskillung, welche allerdings in ein paar wenigen Punkten variieren kann. Wir nehmen als Beispiel einfach mal die 05219. Bei dieser habt ihr noch 19 Punkte im Vergelterbaum, welche wir uns direkt mal anschauen. Ihr nehmt hier auf jeden Fall die 5% Parierchance in Abwehr sowie 3% Crit auf das Ziel mit Herz des Kreuzfahrers mit. Zudem gehen 2 Punkte in verbessertes Richturteil. Jetzt könnt ihr noch das Siegel des Befehls für mehr AOE-Agro mitnehmen und 5 Punkte in Überzeugung für 5% mit Crit stecken. Die restlichen Punkte gehen in Kreuzzug, bei der ihr euren allgemeinen Schaden um 3% sowie gegen humanoide Dämonen, Untote und Elementare zusätzlich um weitere 3% erhöht. Die Skillung ist eher für 25er Raids ausgelegt, da davon ausgegangen wird, dass diverse Raid-Debuffs wie zum Beispiel rechtschaffende Schwächung mit minus Angriffskraft oder Richterteil des Gerechten mit 20% weniger Nahkampfangriffstempo von anderen Klassen abgedeckt werden. Wir verlinken euch die Skillung samt ein paar Alternativen in der Beschreibung. Als primäre Glyphen würden wir euch folgende empfehlen. Göttliche Bitte, bei welcher ihr 3% weniger Schaden, wenn Göttliche Bitte aktiv ist, erhaltet, welches dank dem Talent so gut wie immer aktiv sein sollte. Glyphe der rechtschaffenden Verteidigung. Dieser erhöht die Trefferchance von eurem Spot um 8%. Eigentlich ein Must-Have, vor allem bei Bossgegnern, bei denen ihr spotten müsst. Die Glyphe Siegel der Vergeltung für 10 mehr Waffenkunde, wenn euer Siegel der Vergeltung bzw. bei der Horde Siegel der Verderbnis aktiv ist. Sonst gibt es noch ein paar situationsbedingte Glyphen, wie zum Beispiel die Glyphe der Rechtschaffenen, die euch mit eurem Hammer der Rechtschaffenen ein weiteres Ziel treffen lässt. Als geringe Glyphe empfehlen wir die Glyphe Handauflegung, um die Abklingzeit von Handauflegen um 5 Minuten zu minimieren. Glyphe Untote spüren, um den Schaden gegen Untote um 1% zu erhöhen, sowie die Glyphe Segen der Könige, der die Mana-Kosten für Segen der Könige und Großer Segen der Könige um 50% reduziert. Bei euren Stats schaut ihr zuallererst, dass ihr auf 540 Verteidigungswertung kommt. Diese benötigt ihr, damit euch Raid-Bosse nicht mehr kritisch treffen können. Danach solltet ihr 8% Hit anpeilen, was 263 Trefferwertung entspricht, um nicht mehr zu verfehlen, sowie 26 Waffenkunde, was einer Waffenkundewertung von 213 entspricht. Das verhindert, dass Gegner eure Angriffe ausweichen oder parieren. Vergesst allerdings nicht, dass ihr zwecks der Waffenkunde Talente wie Kampfexperte oder auch die Glyphe der Vergeltung habt, die es euch deutlich erleichtern, an die 26 zu kommen. Anschließend geht ihr voll und ganz auf Ausdauer. Einer der besten Berufe zum Min-Maxen ist definitiv der Juwelenschmied. Hierbei könnt ihr gleichzeitig 3 epische Edelsteine ausrüsten, welche deutlich besser sind als diejenigen, welche Nicht-Juwelenschmiede erhalten können. Insgesamt könnt ihr dort auf einen Bonus von 63 Ausdauer kommen. Zudem
gibt es hier noch blaue Schmuckstücke, die gut als Pre-Raid-Gear genutzt werden können. Diese sind beim Aufheben gebunden und ihr müsst Juwelenschmied dafür sein. Als zweiten Beruf würden wir euch Ingenieurskunst empfehlen. Mit der 885er Rüstung auf Handschuhe und vor allem der Mobilität der Raketenschuhe, die zeitweise euer Tempo erhöhen können, habt ihr einen riesigen Vorteil. Von den ganzen Benefits wie Bomben, Zugriff auf die Bank, mobil reparieren und Zugriff aufs Auktionshaus aus Dalaran mal abgesehen. Als Alternative zur Ingenieurskunst gäbe es noch die Schmiedekunst. Hierbei habt ihr zwei weitere Sockel. Allgemein ist der Beruf aber sehr teuer zum Skillen. Wenn ihr diesen allerdings schon habt, wäre das eine Überlegung wert. Solltet ihr keine Lust auf zwei Herstellungsberufe haben, beziehungsweise euch schlicht und ergreifend das Gold oder der Twink zum Farmen fehlen, dann könnt ihr natürlich auch statt einen der besagten Berufe Bergbau oder einen anderen Beruf, mit dem ihr euch wohlfühlt, wählen. Schaut dazu am besten mal in unser Berufe-Video rein. Dort haben wir alle Vorteile der einzelnen Berufe aufgelistet. Der Schutzpaladin zählt zu den besten Tanks in ganz Wrath of the Lich King. Mit seinem Schild des Rächers, welches nun zum Schweigen bringt, können ganze Mobgruppen einfach gepult werden, auch wenn sich in diesen Zaubergegner befinden. Dem Mana-Problem wird zudem mit göttlicher Bitte entgegengekommen, welches ihr dank Talent konstant erneuert. Mit euren Multitarget-Zaubern, wie zum Beispiel Hammer der Rechtschaffenen, Weihe sowie eurem Siegel des Befehls, seid ihr nach wie vor unfassbar stark im Tanken von mehreren Zielen. Wobei ihr mittlerweile auch keine Probleme mehr mit einzelnen Zielen habt. Mit der richtigen Skillung fangt ihr sogar temporär 20% des kompletten Raid-Schadens ab oder zündet dank göttlicher Schutz einen Minischildball für euch selbst. Als Raid-Buffs bringt er seine vier Segen mit. Segen der Könige mit 10% auf alle Werte, Segen der Macht mit 550 Angriffskraft, Segen der Weisheit für 52 Mana alle 5 Sekunden und Segen des Refugiums für 3% weniger Schaden und 10% mehr Ausdauer und Stärke. Seine Richterteile können ebenfalls noch Leben oder Mana bei Angriffen gegen das Ziel zurückgeben. Allerdings kann nur eines von beiden gleichzeitig aktiv sein. Zudem hat er je nach Skillung 20% Angriffsgeschwindigkeitsreduktion oder eine Raid-Bubble, die temporär 20% des Raid-Schadens reduziert. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gern Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WoTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.